Ja, super Sofa, was wir hier für Sie haben. Wir haben ja auch gerade unsere Himola-Aktionstage. Da sehen Sie an dem fetten Himola-Truck vor der Tür. Das Gute ist, hier über die Vertreter, die da im Truck sitzen, kriege ich ganz andere Preise, solange die da sind. Die Firma Himola bezuschusst das also. Wichtig ist, dass wir Ihnen hier den Preis möglichst schnell sichern, denn Sie haben uns auch nur ein bestimmtes Kontingent gegeben. Also, ich schreibe das so für Sie auf: 4.500 € für die Moller 1902 im Lederstuhl für 7, mundgekautes Nappa-Leder. Das ist ein super Ding, was Sie hier haben. Damit werden Sie lange Spaß haben. Wie ist denn so? Und jetzt frage ich frage immer gleich ab, übrigens beim Verkauf, beim Abschluss. Der Trick ist, anzufangen zu schreiben und dem Kunden nicht in die Augen zu gucken. Ja, Mama hat gesagt, das ist nicht höflich, aber in diesem Fall macht das total Sinn. Denn der Kunde soll nicht in meinen Augen sehen, ja, macht die das jetzt oder macht die das nicht? Eieiei, ob die Nummer jetzt klappt, das ist total ungünstig. Also ich gucke entweder, wenn ich Direkterfassung mache, was ich prinzipiell nicht mache, in den Computer, wenn ich auf einen Auftrag schreibe, schreibe ich direkt drauf. Direkt auf das Ding. Manchmal, und ich frage dann so: Wie ist denn Ihr Vorname, Frau Angela? Jetzt keine, bitte keine Nachnamen. Lieferadresse, in welche Straße geht das und so weiter und so fort. Und irgendwann sagen die, wenn sie ein Problem haben, stopp. Übrigens, wenn ihr Handkaufverträge benutzen dürft, das ist echt das Beste. Und ich schreibe da relativ früh drauf. Ich verkaufe oder ich habe früher, jetzt nicht mehr, aber ich habe früher viel an Wochenenden und auf Messen verkauft und so. Und wenn ich den Namen klar hatte, Angela sowieso, dann habe ich schon Angela sowieso auf den Vertrag geschrieben. Dann sagten die: Ach, was machen Sie denn hier? Ist das ein Vertrag? Und meine Antwort war immer gleich: Nee, nee, also ich habe auf der Berufsschule gelernt, ein Vertrag entsteht durch Angebote und Annahme. Solange ich auf dieses Formular schreibe, ist das ein Angebot. Wenn Sie Ihren Namen drunter schreiben, dann wird das zum Vertrag. Aber wir wollen ja hier alles zusammentragen und deswegen mache ich mir schon mal Notizen. Boom. Je eher der Kunde sich an einen Vertrag gewöhnt, desto besser ist das. Also, ich sage so: Wie ist denn Ihr Vorname und die Lieferadresse? Und jetzt haust du irgendwann deinen Einwand raus. Nee, also so schnell geht das nicht, ne? Also ich meine, ich finde das Sofa toll und es gefällt mir, den Preis finde ich auch super. Also eigentlich ist es schon wirklich so das, was wir suchen. Ja, aber es ist ja so, wir müssen uns erstmal umschauen. Wir müssen erstmal wissen, was es so auf dem Markt gibt. Hier gibt es ja noch zwei, drei andere Möbelgeschäfte in der Nähe, die wir haben uns vorgenommen, heute am Samstag die alle abzuklappern und dann kommen wir heute Abend zurück. Alles klar. Wissen Sie, da kann ich Sie gut verstehen. Große Entscheidungen wollen reiflich überlegt sein und man kauft sich ja nicht jedes Jahr ein Sofa, ne? Also die Statistik sagt, alle 17 Jahre kauft sich der Durchschnittsdeutsche ein Durchschnittssofa. Und das will man ja auch gut überlegen. Und 4.500 € gibt man ja auch nicht alle Tage aus. Also ich habe das Geld auch nicht so auf dem Girokonto rumliegen. Und auch deswegen will man ja sicherstellen, dass das alles passt. So, das ist das Thema Puffer und ich mache das so lange weiter, bis ich sehen kann, dass Sie sich verstanden fühlen. Jetzt noch mal ein bisschen aktives Zuhören. Verstehe ich Sie richtig? Sie haben sich vorgenommen, einfach noch mal durch zwei andere Möbelhäuser zu gehen. Und damit Sie sich sicher sind, dass das ideale Sofa ist und der Preis passt, und dann kommen Sie wieder und kaufen das bei mir. Ja, Irgendwer genau, macht rhythmische Sachen mit seinem Telefonhörer. Der sollte es lassen. Gut, damit ist das Puffern fertig. Jetzt frage ich nach. ja, also ich sag dann, ja, das ist alles gut. Ja, aber trotzdem, wir wollen uns so ungefähr einen schönen Nachmittag machen Ja, ne, so, wir wissen Sie, das wollen kann ich total gut verstehen. uns. Wir springen jetzt einfach wieder in den Dialog. Das kann ich total gut verstehen. Wissen Sie, Möbelhäuser sind ja auch so gemacht, dass es Spaß geht, da durchzugehen. Und kann man schön Kaffee trinken, sich schöne Möbel angucken. Und das passt ja auch. Und wissen Sie, ich habe auch verstanden, dass Sie das machen wollen und machen werden. Und das ist überhaupt kein Problem für mich. Wissen Sie, ich arbeite schon seit 10 Jahren hier und
Wenn alles gut läuft, muss ich mal mindestens noch 10 Jahre arbeiten und ich arbeite ja auch gerne. Das heißt, ob Sie jetzt kaufen oder in 3 Stunden, ist für mich völlig wurscht. Ehrlich gesagt, auch wenn Sie nächste Woche kaufen, passiert nichts Schlimmes. Also die Firma gibt es seit 100 Jahren, die wird es auch noch 100 Jahre geben. Also ist völlig okay und durch Möbelhäuser laufen macht ja auch Spaß und man will sich ja auch einfach mal inspirieren lassen. Ne? Genau. Jetzt frage ich nach, nur mal Interesse halber, durch welche Möbelhäuser haben Sie denn noch so auf dem Zettel hier in der Ja, das ist hier Nachbarschaft? um die Ecke ein paar Namen, ne? Also sage ich dann, sagen die dann. Okay, gut. Also ich versuche schon ein bisschen rauszukriegen, was die da vor der Brust haben. Und jetzt muss ich rauskriegen, wo es genau hakt. Wissen Sie, ich merke schon, Sie sind noch relativ früh im Einkaufsprozess, ne, und Sie sind sich offensichtlich noch nicht sicher, zögern noch. Was genau lässt Sie denn noch zögern? Ist es der Zweifel, ob das wirklich das schönste Sofa ist oder ist es der Preis? Was würden Sie sagen, was von beiden ist es denn? Ja, wie Sie sagen, ne? Ich meine, es gibt viele Möbel und wir möchten einfach Vergleiche, wir möchten einfach gucken, was es auf dem Markt gibt und uns einfach inspirieren lassen. Und ja, wir werden heute auch kaufen, aber wir wollen einfach noch ein paar andere Möbelstücke, also Vergleichsmöbelstücke sehen. Ja, Also das höre ich klasse. jedenfalls hier Ja, auch. wissen Sie, find ich gut. Man hat ja immer das Gefühl im Bauch, ist das wirklich das schönste Sofa, was ich jetzt für meine Wohnung und auch vielleicht für mein Budget kaufen kann. Und dazu gehen die Leute durch mehrere Möbelhäuser. Das macht ja auch Sinn und deswegen haben wir auch alle große Ausstellungen, damit man da sich möglichst viel angucken kann. Also ich habe wieder gepuffert. Jetzt, also es scheint sich um die Ware zu handeln. Ne? Sie ist sich noch nicht sicher, dass das schönste Sofa ist. Gibt es außerdem Thema, dass Sie noch nicht wissen, ob es da draußen vielleicht noch irgendwie ein schöneres Sofa gibt, zu dem Preis, den Sie ungefähr im Kopf haben? Noch irgendwas, was Sie zögern lässt? Jetzt rütteln wir und klären ab, Einwand, Vorwand. Ja, vielleicht bekommen wir woanders noch ein anderes Angebot, einen besseren Preis oder einen anderen Preis. Also, Preis ist auch ein Thema. Ist ja auch klar. Jetzt habe ich übrigens einen neuen Einwand, ne? Und Puffer wieder. Preis ist auch ein Thema. Wissen Sie, da kann ich Sie gut verstehen. 400.000 Euro, da muss eine alte Frau lang für stricken. Und große Entscheidungen wollen auch reiflich überlegt und abgeglichen sein. So, und jetzt würden wir hier nochmal einsteigen, genau nachfragen. Beim Preis ist übrigens auch wieder folgende Sache. Meistens üben sich Verkäufer im Gedankenlesen. Das heißt, wenn die Preis hören, dann denken die automatisch, der Kunde denkt, das gibt es woanders billiger und gehen mit dem Einwand um. Aber wenn die Leute Preis sagen, dann kann das verschiedene Sachen bedeuten. Es kann zum Beispiel bedeuten, ja, worauf alle sofort anspringen ist, das gibt es woanders billiger. Ja, weil der Möbelhandel komplett ein Schuldkomplex hat, was seine Preise angeht. Jeder denkt, die anderen sind wesentlich billiger. Das Thema Preis, wenn der Kunde sagt, Preis ist das Thema, es kann aber noch andere Sachen bedeuten. Eine Frage ist dieses Sofa das wert? Ja, ist Himmler wirklich der Mercedes-Benz unter den Sofas? Wie wir natürlich nicht müde werden zu erzählen. Oder gibt es noch was anderes? Ist es das wert? Dann ist es mir das wert. Ich zum Beispiel würde mir lieber eine Hand abhacken, als 400.000 Euro für ein Sofa ausgeben. Ja, und ich bin nicht ganz arm und nicht ganz reich. Aber ich sehe das einfach nicht ein, für ein Sofa 400.000 Euro auszugeben. Also das sind alles Sachen, die dem Kunden durch den Kopf gehen können und die sich lohnt zu erfragen. Also ich frage wieder nach, hol die Lupe raus
Nur mal Interesse halber, ich habe verstanden, dass Sie noch durch andere Möbelhäuser laufen, aber tun Sie mir den Gefallen, damit ich genau verstehe, wo Sie da noch zögern. Sie sagen Preis. Was genau am Preis wollen Sie denn da noch abklären in den anderen Möbelhäusern? Ja, das Hauptproblem ist ja eher, dass die ja gucken wollen, ne? Also der Preis, Ah, okay. ne? Also eher dieses, ja, eine Übersicht bekommen, ne? Vergleichen, was man ja auch respektieren muss. Also und wie ich dann so vorgehe, ich versuche eben, das meine ich eben mit diesem psychologischen, ich sage dann ja, ich kann sie super verstehen, ich arbeite jetzt 30 Jahre in der Möbelindustrie und ich kenne das, was sie mir gerade erzählen, das höre ich öfters. Und ich bin ganz d'accord, vielleicht mal gemeinsam zu überlegen, ja, warum das so ist, dass sie jetzt vergleichen möchten. Also ich hatte das Gefühl, ihnen gefällt es super, super gut und es hat Spaß gemacht, gemeinsam da durchzugehen, das, die Beratung durchzuziehen. Und naja, ich könnte wetten, wenn sie gleich das Haus hier verlassen, dass sie nicht mich, dann lache ich dann immer so, gleich vergessen haben. Aber irgendwie, das ist doch so, wenn sie gleich ins nächste Möbelgeschäft gehen, dann müssen sie wieder von vorne anfangen, wieder den richtigen Möbelberater finden. Naja, und ganz ehrlich, Zeit ist Geld und jetzt möchte ich Ihnen mal ein tolles Angebot machen. Ich gebe Ihnen jetzt so einen Jetzt- und Hier- und Heute-Tagespreis. Und Sie sparen sich die Zeit. Anstatt neue Sofas anzuschauen, können Sie lieber für das Geld, was Sie jetzt sparen, schick und lecker essen gehen. So. Und dann klappt das ganz gut eigentlich, indem ich eben ja eher schon einen Schritt weiter gehe, die Entscheidung also suggeriere und indem mit dem Geld, was sie sparen, weil wir sitzen ja mitten in der Innenstadt, lieber sich einen schönen Tag machen. Also somit fahre ich sehr, sehr gut. Angela, find ich eine super Lösung. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass du direkt vom Puffer im Prinzip in die Einwandbehandlung, also in die Beantwortung springst. Das kann klappen, wenn das tatsächlich das einzige Thema ist, was die haben. Genau. Aber wir machen das den Abschluss sicherer, indem wir halt die anderen Schritte dazwischen schalten und klären, was genau ist es denn am Preis. Alle Möbelhändler denken, weil sie einen kollektiven Schuldkomplex haben, was den Preis angeht, der Kunde glaubt, dass es woanders billiger geht. Aber das ist es gar nicht in allen Fällen. Und wenn es das halt nicht ist, wenn der Kunde einfach keine 4.500 auf der Naht hat, dann können wir auch 200 € runtergehen und die hat er immer noch nicht auf der Naht. Dann müssen wir über das Thema Finanzierung oder sonst was oder Zielkauf nachdenken. Also ich finde deine Einwandbehandlung finde ich super, die du hast. Oder wir haben nur generell gute Erfahrungen damit gemacht, den Prozess sauber vorzuschalten, damit man weiß, das ist wirklich das Thema, was ich beantworten muss. Und dann, was du auch super gemacht hast, ist den Abschluss vorausgesetzt. Prima, dann sparen Sie hier heute nochmal 100 €, davon können Sie gleich echt krachen lassen, beim Restaurant Ihrer Wahl und noch eine Flasche Shampoos auf das schöne Sofa trinken. Also die beiden Sachen haben mir sehr gut gefallen. Ich bin nur immer vorsichtig, sofort in die Beantwortung zu springen, denn ja, manchmal fühlt sich der Kunde überfahren, muss nicht passieren, und manchmal haben wir nicht den wirklichen Einwand erwischt, sondern in echt ist er vielleicht alleine losgegangen und muss seine Freundin jetzt fragen. Oder vielleicht weiß er gar nicht, ob er so viel Geld auf dem Konto hat oder ausgeben kann. Und dann haben wir mit 100 € Rabatt nicht unbedingt das gemacht, was der Kunde in dem Moment braucht. Also ich gehe schon diese Schritte durch, ne? Also dass ich glaube, die ganzen Einwände oder versuche vorsichtig herauszufinden, ja, was genau, ich rede immer in Wir-Form, ne? Ich sage mal, lassen wir doch mal gemeinsam Super. daran arbeiten, was ist denn der Grund, der sie jetzt zögern lässt? Klasse. Also für alle Haben wir einen anderen, die Zettel und Wir-Form, machen Häkchen. die Trainer nennen das Inklusivsprache, nicht? Den anderen immer mit reinnehmen. Und ich nenne das Krankenschwesterdeutsch, ist mir im Zivildienst aufgefallen, in der Altenpflege, wenn die Krankenschwestern sagten, jetzt gehen wir mal aufs Klo, dann mussten die Krankenschwestern nie, sondern die alten Leutchen sollten halt aufs Klo gehen. Und genau, wenn man Leute durch einen Denkprozess durchführen will, ist die Wir-Sprache, die Inklusivsprache, das Krankenschwesterdeutsch empfiehlt sich. Ich habe übrigens, oder ich rechne auch mit Leuten gerne mal aus, wie viel Zeit sie schon in ihre Küche investiert haben und wie viel sie noch investieren wollen.
Und wenn man da echt hochrechnet mit An- und Abfahrt und außerdem sind sie noch zu zweit und so, dann kommen die ganz schnell auf 20 Stunden. Und dann frage ich, Mensch, 20 Stunden Ihrer Lebenszeit, was müsste Ihr Arbeitgeber Ihnen denn an Geld geben, damit Sie auf eine halbe Woche Urlaub verzichten? Dann sagen die, ja, auf eine halbe Woche Urlaub verzichten. Naja, alles hat einen Preis. Also würden Sie für 5.000 Euro auf eine halbe Woche Urlaub verzichten? Dann sagen die, jupp, auch für 3.000. So, und in dem Moment haben die sich klar gemacht, was sie das auch kostet, nämlich an Freizeit und an Benzin natürlich auch. Also Zögern hat einen Preis und es macht Sinn, wie Angela das schön vorgemacht hat, denen klarzumachen, dass sie diesen Preis zahlen. Okay, eine Stunde ist vorbei, Einwandbehandlungsprozess, wir sind den gemeinsamen